Hallo, wir sind Sarah, Jacqueline, Pia, Mia und unser Kameramann Justin. Hallo. Von der Bibliotheks-AG der Reuterschule Pattensee. Wir stellen euch heute das Buch Warrior Cats, Blaustein's Prophezeiung von Erin Hunter vor. Das Buch hat 551 Seiten und ist eine Fantasy-Reihe. Laut Autor ist es für Mädchen und Jungen zwischen 10 und 12 Jahren geeignet. Wir aber sagen, dass man es immer noch mit 17 lesen kann. Und das Buch ist super! Und jetzt stellen wir euch das Buch vor. Im Wald leben vier Katzenclans. Der Windclan, der Donnerclan, der Schattenclan und der Flussclan. Die vier Clans sind alle sehr unterschiedlich. Doch eins haben sie gemeinsam. Sie glauben alle an den Sternclan. Alle Clanmitglieder kommen nach ihrem Tod dorthin. Einmal im Mond treffen sich alle vier Clans am Baumgewirr, um über Clan-Rivalitäten zu reden. In unruhigen Zeiten wird ein Junges geboren, Blaujunges. Sie brennt für ihren Clan. Schließlich schafft sie es mit vielen Opfern zur Kriegerin. Es könnte alles perfekt sein. Wäre da nicht Eichenherz aus dem Flussclan? Sie verliebt sich in ihn. Heimlich bekommen sie Kinder. Steinjunges und Nebeljunges. Blaupelz zieht sie im Donnerclan auf. Als der Anführer Abendstern einen neuen zweiten Anführer wählen muss, ist Stachelkralle der Favorit. Doch Blaupelz traut ihm kein bisschen. So gibt sie schweren Herzens ihre Kinder in den Flussclan und wird einer der mächtigsten Anführer aller Zeiten. Doch werden ihre Kinder jemals die Wahrheit erfahren?